Der Rechner errechnet. Ja, so ein bisschen Vorfreude drauf gemacht hatten wir schon in einem vorherigen Kapitel, nämlich das Thema Routing. Also wir sind nach wie vor ja bei der Kopplung von Netzwerken und das machen wir jetzt im IP-Routing natürlich, wie es der Name schon sagt, auch mit Hilfe von Routern. Wir haben ja schon über das Routing grob gesprochen. Wir wollen also auf irgendeine Weise sicherstellen, dass ein Datenpaket von A nach B gelangt und das auf möglichst kurzem oder auf möglichst optimalem Wege. Stellt sich also nach wie vor die Frage, wie komme ich eigentlich von A nach B über dieses Geflecht von verschiedenen Routern? Worum muss ich mich eigentlich dabei kümmern? Muss ich mich überhaupt um irgendwas kümmern? Welcher Weg ist der beste? Woher wissen eigentlich die Router ihre Informationen? Woher bekommen die eigentlich die Antworten auf all diese Fragen? Und genau das ist eben entscheidend, was wir in dieser Session uns anschauen wollen. Es geht dabei um sogenannte Routing-Informationen oder auch Routing-Protokolle. Wie so oft kann man auch an dieser Stelle wieder unterscheiden zwischen statisch und dynamisch. Das soll heißen, wir können Routen statisch konfigurieren. Das ist dann die Aufgabe des Administrators, der eben auf den Routern feste Informationen hinterlegt, wie bestimmte Wege zu erreichen sind. Oder wir haben die Möglichkeit, mit sogenannten dynamischen, also Routing-Protokollen zu arbeiten. Die sind auf Schicht 3 im OSI-Modell angesiedelt. Und auch da gibt es nochmal eine kleine Unterteilung in sogenannte Distance-Vector-Protokolle. Die sind vor allem für kleinere Netzwerke geeignet. Da kommen dann Protokolle zum Einsatz wie RIP, also das Routing Information Protokoll, oder IGRP und so weiter und so fort. Und es gibt eben noch eine andere Variante, die sogenannten Link-State-Protokolle. Sowas wie Open Shortest Path First, also Protokolle, die für vor allem größere Netzwerke geeignet sind. Beispiel wäre an der Stelle das Internet. Wichtig ist an dieser Stelle nochmal eine Unterscheidung vorzunehmen. IP ist ja auch auf Schicht 3 angesiedelt, ähnlich wie die Routing-Protokolle. Bei IP spricht man von einem sogenannten gerouteten Protokoll. Bei beispielsweise RIP spricht man von einem Routing-Protokoll. Das bitte nicht durcheinander bringen. Gut, schauen wir also uns mal die Unterschiede an vom statischen Routing zum dynamischen Routing. Beim statischen Routing, wie schon angesprochen, muss also der Administrator entsprechende Informationen auf den Routern hinterlegen, entsprechende Routen eintragen, wie also die Datenpakete von einem Router zum anderen Router oder von A nach B übertragen werden sollen. Dabei gibt es natürlich verschiedene Probleme, wie wir das so oft bei statischen Vorgehensweisen haben. Zum Beispiel können eben bestimmte Knoten oder Verbindungen, die ich fest eingetragen habe, ausfallen. Es können neue Router, neue Verbindungen hinzukommen. Es können sich Verbindungskosten ändern. Und es ist mir vor allem nur mein autonomes System, das ist das System, was ich administriere, also quasi die Router, auf die ich Einfluss habe, bekannt. Und was dahinter passiert, weiß ich unter Umständen nicht. Und dann wird es dann natürlich schwierig, mit statischen Routen zu arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn ich dynamisches Routing einsetze, also Routing-Protokolle verwende, dann machen die Router quasi die Wegefindung unter sich aus. Und zwar auf Basis von verschiedenen Informationen, auf Basis von verschiedenen, auch das haben wir schon kennengelernt, Metriken, die eben mit diesen Protokollen auch einhergehen. Bei RIP hatten wir auch schon gehört, wäre das zum Beispiel der Hop-Count, also wie viele Hops, wie viele Sprünge über andere Router brauche ich zu meinem Ziel. Das ist da eben der entscheidende Faktor dafür, welche Route als am besten angesehen wird. Bei einem Protokoll wie zum Beispiel OSPF ist es dagegen eine andere Metrik. Da werden zum Beispiel auch die Zustände meiner Verbindungen ins Kalkül gezogen und da wird dann also schon ein bisschen genauer geschaut, welcher Weg ist eigentlich letzten Endes der optimale. Wenn wir uns jetzt nochmal die beiden Unterschiede bei den Routing-Protokollen, die unterschiedlichen Kategorien anschauen, dann haben wir ja schon gehört, RIP ist ein Beispiel für ein sogenanntes Distance-Vector-Protokoll. Man hat verschiedene Probleme, die man da natürlich immer im Auge behalten muss. Zum Beispiel, ja, wie kommt eigentlich ein Ausfall an der Leitung zustande oder wann wird ein Paket eigentlich als nicht zustellbar angesehen? Und ein Problem dabei ist, das haben wir ganz unten schon stehen, das Count to Infinity, soll heißen, irgendwann muss ich mal einen Schlussstrich ziehen und das ist bei RIP eben nach 15 Sprüngen, also nach 15, nach einem Hop-Count von über 15. Wenn ich aber Distance-Vector-Protokolle mir nochmal genauer anschaue, dann ist es so, dass jeder Router seine Informationen natürlich kennt und diese dann an die direkten Nachbarn weitergibt. Die nehmen dann diese Informationen, fügen ihre eigenen Informationen hinzu und geben diese wiederum an die Nachbarn weiter. Und diese Routing-Tabellen, die enthalten dann natürlich eben entsprechende
Metriken, entsprechende Pfadkosten, zum Beispiel den Hopcount. Wenn ich das aber immer nur von mir an meine Nachbarn weiterverteile und das Netz wird größer, dann kann man sich schon vorstellen, dass natürlich die Konvergenz, also die Verbreitung sämtlicher korrekter Informationen in meinem Netzwerk unter Umständen sehr lange dauern kann und unter Umständen gebe ich dabei Informationen über eine Route weiter, die es schon gar nicht mehr gibt. Genau das hat man unter anderem versucht, mit Hilfe von sogenannten Link-State-Protokollen zu beheben. Dabei verfügt nämlich jeder Router über eine sehr komplexe Datenbank mit Topologieinformationen, also er verfügt über eine sehr genaue Information über das komplette Netzwerk von Routern. Diese spezifischen Informationen betreffen also auch entfernte Netzwerke und entfernte Router. Und es werden dort nicht Routing-Tabellen ausgetauscht, sondern es gibt sogenannte Link-State-Advertisements. Das heißen Informationen relativ klein komprimiert über diese Datenbank, die gepflegt wird, über die dann eben entsprechend auch die Datenbanken angepasst und aktualisiert werden. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Praxis anschauen wollen, dann haben wir an dieser Stelle ein Netzwerk und wir kriegen dabei jetzt die Information, dass unser Paket irgendwie verloren gegangen ist. Also TTL, Expired in Transit, unser Paket, unsere Time to Live des Paketes ist abgelaufen. Was kann an dieser Stelle passiert sein? Nun, zum einen kann es natürlich sein, dass unser Paket den entsprechenden Hop-Count irgendwann überschritten hat. Es kann aber auch sein als Ursache, dass ich vielleicht eine falsche statische Route hinterlegt habe und diese Route eben zu keinem Ziel führt. Man kann das Ganze in einem relativ einfachen Verfahren überprüfen, bis wohin ich eigentlich komme mit meinen Daten. Das werden wir uns auch in der Übung angucken, ein sogenanntes Trace Route, wo wir also letzten Endes erkennen können, welche Sprünge macht eigentlich mein Datenpaket, bis es hoffentlich irgendwo ankommt oder wo bricht eigentlich die Verbindung unter Umständen mal ab. In der letzten Session haben wir schon gehört, dass wir uns beim Verbinden von Netzwerken auch um virtuelle LANs kümmern müssen, also um VLANs. Und für die trifft aber letzten Endes auch genau das Gleiche zu, wie auch für reale Netzwerke. Das soll heißen, jeder Rechner in meinem Netzwerk muss wissen, wie er Rechner erreichen kann, die sich eben nicht in seinem eigenen Netzwerk befinden. Das kann man ermitteln, eben auf Basis der IP-Adresse und der zugehörigen Subnetzmaske kann man an der Empfänger-IP-Adresse eben sehen, befindet der sich eigentlich in meinem Netzwerk oder nicht. Wenn nicht, muss ich eben einen Stellvertreter ansprechen, mein sogenanntes Default Gateway, an das ich die Pakete schicke, die eben nicht innerhalb meines Netzes zugestellt werden sollen. Das ist in VLANs nicht anders als in normalen LANs, soll heißen, wenn ich irgendwo einen Router überspringen möchte, dann ist das in der Regel mein sogenanntes Default Gateway. Ein Router befindet sich, auch das haben wir schon kennengelernt, in verschiedenen Netzwerken, hat also IP-Adressen aus verschiedenen Netzwerken. Und für mich ist an dieser Stelle dann entscheidend, was ist eigentlich das Default Gateway meiner mir zugewandten Routerschnittstelle. Soll heißen, das Netzwerk, in dem ich mich befinde, dazu hat auch der Router eine passende IP-Adresse auf einer Schnittstelle und genau das ist mein Default Gateway. Da schicke ich die Daten hin. Und was der Router dann hinterher damit macht, da muss ich mich eben darauf verlassen, dass alles dahinter eben dann seinen normalen Gang geht. Wenn wir jetzt an der Stelle nochmal sogenannte Transfersegmente uns anschauen wollen, also Verbindungen zwischen zwei Netzwerksegmenten, dann brauche ich auch dafür Router. In diesem Fall haben wir wieder als Beispiel mal die VLANs gewählt. Also wir haben zwei VLANs, die wir miteinander verbinden wollen, über ein sogenanntes Transfersegment. Dann brauchen wir eben entsprechend zwei Router. Und dazwischen diese Verbindung, das ist eben unser Transfersegment. Wir sehen dort auch, wir brauchen da mindestens zwei IP-Adressen. Denn auf der einen Seite hat der Router eben eine Schnittstelle in diesem Transfersegment und der andere Router natürlich auch. Klassischerweise, Stichwort Subnet-Bildung, sollte man dann natürlich so wenig IP-Adressen wie möglich verschwenden, sollte also eine Subnetzmaske /30 verwenden, wo wir also noch zwei Nullen in unserer Subnetzmaske haben. 2 hoch 2 wären 4, 2 davon dürfen wir ja nicht verwenden, wären also noch zwei brauchbare Adressen, also das Minimale, was wir an dieser Stelle benötigen. Wichtig ist natürlich, dass die Router an dieser Stelle eben auch die entsprechenden Informationen kennen. Das heißt, sie müssen natürlich den Weg in die eine Richtung, in diesem Fall von Router mit der IP-Adresse .1 am Ende zu Router mit der IP-Adresse .2 am Ende kennen. Aber sie brauchen eben auch den Weg in die andere Richtung, denn irgendwie soll nach Möglichkeit bei einer Kommunikation ja auch die Antwort wieder am Ziel ankommen. Wenn wir also nochmal das Schaubild vom Anfang uns vornehmen, dann hatten wir uns ja die Frage gestellt, wie komme ich eigentlich von A nach B? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir gerade kennengelernt haben. Wir können statische Routen konfigurieren, wir können dynamische Routen konfigurieren. Dynamische Routen haben eben den Vorteil, dass über Routing-Protokolle Informationen automatisch ausgetauscht und damit eben auch die Wegefindung automatisch angepasst werden kann. Die Router also mehr oder weniger untereinander ausmachen, welches ist der optimale Weg von A nach B.
Wichtig ist eben, dass jeder Rechner, der über Router hinweg mit Rechnern in anderen Netzwerken kommunizieren möchte, eben ein sogenanntes Default Gateway hat, also den Router kennt, der ihm am nächsten ist.